Ja, herzlich willkommen. Schön, dass es so voll geworden ist. Für mich nicht ganz so gut, weil es wird sehr warm wahrscheinlich hier oben. Aber ich freue mich. Vielen herzlichen Dank für die Einladung hier nach Krefeld. Wir haben ja ab und zu, ich komme ja aus Nürnberg, Besuch aus Krefeld von den Pinguinen. Allerdings haben wir da manchmal nicht ganz so schöne Begegnungen im Eishockey mit den Ice Tigers, aber das steht auf einem anderen Blatt. Den Film, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, die Mutter aller Imagefilme, wenn Sie da ein bisschen zugehört haben, vielleicht haben Sie die eine oder andere Textpassage von Ihrer Webseite wiedererkannt. Ne? So der Schlusssatz war so das Entscheidende, eine Werte, die uns klar von anderen unterscheiden. Und wenn wir so ins Netz schauen, haben wir halt so das Problem, dass da alles so ziemlich gleich sind. Jeder glaubt, dass er sich dadurch unterscheidet, dass er auf die Webseite schreibt, dass er Qualität bietet, dass er innovativ ist und. Und wir haben das auf vielen, vielen, vielen Webseiten. Und statt sich zu spezialisieren, will man dann natürlich noch immer mehr. Ne? Language and more und Grillen and more, Physio and more, Bachelor and more, Parts and more, Wild and more oder Wild and more, Mac and more, sogar Dogs and more, wahrscheinlich haben wir auch Katzen. Ich weiß es nicht, wenn man dann weiterschaut auf der Webseite, ne? Dann sehen wir die Callcenter-Mitarbeiter im Kundendienst, die sehen so aus. Die arbeitet, sie lachen schon, ne? In, ich glaube, mindestens 15 Millionen Unternehmen arbeitet die, und wenn sie nicht so ausschaut, dann schaut sie so aus. Und naja, wenn man anruft, hat man ja meistens eher so den Dampf. Ne? Und das ist das, was man versucht, den Besuchern immer irgendwie weiß zu machen. Die Handwerksseiten, wenn du auf Handwerksseiten gehst, sieht es so aus. Ne? Geh mal zur Handwerkskammer, die schauen ganz anders aus. Selbst in Prospekten, wenn wir uns weismachen, hier, die Dame will gerade ins Büro gehen, Handy am Ohr, steht im Schlafzimmer, ganz natürliche Pose. Ne? Immer ein bisschen schwierig, ne? Oder hier bei Lidl, fand ich auch schön, ne? Föhnt sich am Strand, keine Ahnung, wo der Strom herkommt. Naja. Die Startseite von Kunert. Da läuft dann so ein interaktiver Film, ich kann ihn hier bloß noch ein bisschen so animieren, ne, die machen ja Mode, wissen Sie wahrscheinlich, ne? Aber so richtig findet man da nichts, wenn man auch die Menschen anschaut. Ich habe immer den Eindruck, irgendwie, die sind breit. Also ich kann es mir nicht anders vorstellen, aber irgendwie haben die eine Tüte wahrscheinlich rein, ich weiß es nicht. Es ist halt immer so, die Webdesigner denken halt immer, dass die Kunden genauso, die hätten die immer genauso, wie sie selber ticken. Das war jetzt eine Vorversion, das ist die aktuelle Version von Kunert, ne? Auf der Webseite, und da kann man Click and Smart die neuen Modefarben jetzt entdecken. Hier, ne? Also kann man Modefarben entdecken. Also man schreibt noch nicht mal mehr auf die Webseiten, was es zu kaufen gibt. Ne? Ich glaube, so die eine oder andere Webseite wird im Coffeeshop in Amsterdam gemacht oder designt. Und das ist gleichzeitig das Problem. Das ist, was Google sagt. John Müller hat mal auf die Frage, da hat einer seinen Shop gemeldet bei Google, da gibt es so eine Webmaster-Sprechstunde. Und er hat gesagt, ich renke eigentlich mit gar nichts so richtig und ich bin eigentlich viel besser als meine Mitbewerber, die sind doof, die renken aber besser. Er hat sich angeguckt und hat gesagt, the bigger problem is that your site is essentially the same as so many other sites. Und das haben wir natürlich gerade im Shop-Bereich mit unseren Produkten, mit unseren Produktbeschreibungen. Und wenn sie dann auch noch vom Hersteller kommen, dann haben wir 20, 50, 400 Mal eigentlich den gleichen Inhalt im Netz. Und wenn wir uns das anschauen, was so bei Google passiert, quasi live, und gucken uns das mal an hier, das sind die neu indexierten Seiten bei Google, quasi live, wenn Sie so wollen, in Echtzeit. 13 Millionen haben wir da schon, ich spule mal vor, nach einer Minute sind es 81 Millionen neue Webseiten jede Minute, die da in Google Index reingehen. Die wollen natürlich alle Kunden werden, ne? Sie können sich vorstellen, das summiert sich ja immer weiter auf. Ich glaube, mittlerweile 60 Trillionen Webseiten hat man. Das ist eine ganze Menge, ja, was da so dazukommt jeden Tag. Ne? Und das sieht immer so einfach aus. Da ist nur so ein Suchschlitz. Und die Algorithmen dahinter sind natürlich relativ komplex mittlerweile. Das größte Problem dabei ist, dass wir Menschen natürlich Webseiten so angucken, und es ist völlig klar, das ist ein Produkttext und das da unten ist ein beschreibender Text. Und die Fußzeile, die brauchen wir eigentlich gar nicht lesen. Vor allem bei Zalando, da steht dann Mode, wird immer wichtiger. Achten Sie auf Mode. Mode ist ein wichtiger Teil des Lebens und so. Da werden dann solche SEO-Texte, ich komme nachher nochmal drauf, reingemacht. Blendet man dann natürlich sofort aus als Konsument. Maschinen, insbesondere Google natürlich, sehen die Seiten anders. Die können nur diesen Quelltext lesen und müssen halt versuchen, aus dieser Programmierung den Content rauszuziehen und zu erkennen, um was es da tatsächlich geht. Gar nicht so einfach oft. Die wesentlichen Einflussfaktoren, Google hält sich ja immer sehr bedeckt, die wichtigsten kennt man eigentlich. Geistert immer so eine Zahl durch die Welt, so 200 Faktoren, wahrscheinlich sind es in Summe weit über 1000.
So die wichtigsten auf den einzelnen Seiten, wissen Sie wahrscheinlich oder die meisten von Ihnen sind natürlich nach wie vor, ich komme nachher noch drauf, der Titel, also wie heißt die Seite, Description, die Keyword, Prominenz. Man sagt also, wo du welches Wort hinschreibst, hat natürlich einen Einfluss aufs Ranking, wie oft kommt es vor, in welcher Darstellung, ist es in der Aufzählung, kommt in einem Paragraphen vor, steht es am Anfang vom Satz, wird es anders gewichtet, steht es in Überschriften, komme ich nachher auch nochmal drauf. Dann haben wir natürlich Dinge, die mit der gesamten Domain in Verbindung stehen, wie alt ist die Domain beispielsweise, je älter, umso vertrauenswürdiger, kommen noch ein paar andere Dinge dazu, die interne Verlinkung, dann natürlich ganz wichtig für Google, das wissen Sie wahrscheinlich alle, die Links von außen, von anderen Domains, auf die eigene Seite, auf den eigenen Shop, ganz wichtiges Ranking-Kriterium nach wie vor. Ein paar technische Faktoren, das ist jetzt unten ein bisschen abgeschnitten, ich hoffe, man kann es noch sehen. Je nachdem, was man für ein System benutzt, welche Freiheitsgrade lässt ein System, dann haben wir natürlich auch Menschen, die Webseiten anschauen, die zwar nicht direkt ins Ranking eingreifen, das geht nicht bei Google, aber die ein Votum abgeben von der Seite und sagen, das ist eine Seite, die hat eine gewisse Expertise zu dem Thema. Ja? Und da haben die so Knöpfe unten, da drücken die dann drauf. Das Votum fließt quasi bei Google in große Datenbanken und damit versuchen die ihre Algorithmen zu trainieren. Also es ist nicht so, dass nur die Maschinen das machen, sondern die gucken auch immer, was sagen Menschen und versuchen daraus aus dem Votum halt auch Algorithmen zu bauen. Und dann gibt es natürlich das Thema Social Signals, Traffic, Bewegungen auf den Webseiten kriegt der Google ganz gut mit und seit neuestem eben auch das Thema Rank Brain, erkläre ich gleich noch, oder Machine Learning, da passiert aktuell sehr, sehr viel. Ja, Links, ganz wichtig, seit es Google gibt, eigentlich weiß man das, Links von außen sind gut fürs Ranking. Dann hat Google irgendwann mal gesagt, das war im Jahr 2012, wenn du gekaufte Links hast, weil da haben mich alle Links gekauft, wie blöd, ne? Nimm die lieber weg, könnte sein, dass wir das in Zukunft anders behandeln. Dann kam dann auch so ein fieses SEO-Update, das Pinguin-Update, weil die meisten haben es halt auch nicht geglaubt. Die haben gesagt, das sind so Nebelkerzen. Ne? Aber es ist halt nach wie vor so, wenn man halt im großen Stil Links kauft, ist halt kein sonderlich sicheres Geschäftsmodell. Man kann das machen, es ist günstig, kurzzeitig funktioniert es auch, aber auf Dauer sieht man ja immer wieder mal, schmieren die Seiten dann weg. Ne? Und dann kommt so eine Mail, wo drin steht, hey, wir haben festgestellt, du hast Links gekauft, wir nehmen dich jetzt mal aus dem Index. So, und dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann muss ich gucken, wie kriege ich die Links wieder weg. Ich habe erst dafür bezahlt, jetzt muss ich nochmal bezahlen, dass die wieder weggenommen werden. Gar nicht so einfach. Wenn man dann bei uns kommen ja immer relativ viele Shopbetreiber auch, die sagen, oh, wir sind aus dem Index geflogen, was können wir machen? Und dann sagen wir, hast du irgendwie Links gekauft? Ist der häufigste Grund? Nee, haben wir nicht. Wenn man sich dann anschaut, sieht man ganz schmutziges Zeug, was da schon jahrelang draufsteht. Und dann heißt es, oh, das hat mal irgendeiner gemacht, keine Ahnung, wer das war, aber das ist doch schon so lang her. Hilft uns halt nichts, weil Google kann ja schon einen recht harten linken Haken haben. Das ist immer das Problem beim Linkaufbau. Man kann das natürlich machen, dass Sie es nicht falsch verstehen, aber man muss es qualitativ hochwertig machen. Und ja, was halt auf den ersten Blick vielleicht nett aussieht oder attraktiv ist, auf den zweiten Blick vielleicht doch nicht so attraktiv, vor allem, wenn man es dann benutzt hat. Und auch wenn Sie sagen, naja, ne, kostenlose Umarmungen, weiß nicht, ob man es im realen Leben machen würde, aber im Internet passiert es irgendwie jeden Tag immer wieder. Ne, es gibt immer einen, der es billiger macht. Und ich glaube, ups, ist so das einzige Wort, was man von einem Tätowierer nicht hören möchte. Also was die Links angeht, ist es eigentlich die Mischung, eine gute Mischung, die man braucht. Man braucht vertrauenswürdige Links, das ist auch völlig wurscht, was auf dem Text draufsteht und wie viele Links von der Domain kommen. Aber von vertrauenswürdigen Domains kann man eigentlich nicht genügend Links haben. Die Links sollten themenrelevant sein von Seiten, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen. Das kann man jetzt da unten immer lesen, wird ein bisschen verdeckt, breit verteilt im Internet, also nicht nur von einem Server. Das bringt gar nichts, einfach mal Domains beim eigenen Provider aufzuschalten und sich ein paar Links zu machen. Das kriegt Google relativ schnell raus. Man sagt immer so, die Hälfte der Links, so eine ganz, ganz grobe Faustformel, sollte mindestens auf die Startseite gehen. Wenn nämlich zu viele Links auf Produktseiten gehen, ist das auch wirkt sehr unnatürlich. Man braucht auch, Sie werden es gar nicht glauben, wenn man eine gewisse Linkgröße hat, auch ein paar schlechte Links, sonst sieht es wieder unnatürlich aus, wenn ich natürlich nur super gute Links kaufen. Ich habe dann keinen solchen Backfill auch mit dabei, mit No-Follow-Links und irgendwelchen nicht optimierten Textlinks, wird die Maschine auch wieder misstrauisch und sagt, na, das ist eigentlich auch unnatürlich. Ne? Und im Zweifelsfall schlägt die Fahne in die falsche Richtung aus. Ne? Und die Königsklasse eigentlich mit dem Hauptkeyword, auf eine Produktseite beispielsweise zu gehen, sagt man auch immer so, nicht mehr als 10-15% beimischen. Und wenn man Link aufbaut, auch da sehr vorsichtig und langsam machen, auch da so eine ganz, ganz, ganz grobe Faustformel, nicht mehr als 10% von dem bestehenden Linkbestand, den man hat pro Monat.
Ja, was schreibt man dann drauf auf die Links, was schreibt man auf die Webseiten? Das ist so ein Problem, was wir alle immer haben, die Betriebsbrille. Der Unterschied, hat Mark Twain mal gesagt, zwischen dem richtigen Wort und dem beinahe richtigen Wort, ist der gleiche wie zwischen einem Blitz und einem Glühwürmchen. Das heißt, wenn Sie auf Ihrer Shopseite den Hefter haben und die Menschen suchen halt nach Tacker, ist es zwar beinahe richtig, ne, aber halt nicht das richtige Wort. Wenn Sie sich das anschauen, sehen Sie da irgendwas, irgendwelche Muster? Können Sie etwas Sinnvolles erkennen? Irgendwas? Ich kürze es mal ab, wir können es, glaube ich, lange anschauen. Ich zeige Ihnen mal was, das ist eine 5 hier. Sehen Sie das? So schöne 5, ne? Jetzt, genau. Machen wir die Augen zu. 2 Wochen Malle. Wenn ich Malle sage, meine ich natürlich die Malediven. Kommen nach 2 Wochen wieder zurück. Jetzt versuchen Sie mal, da keine 5 mehr zu sehen. Das geht jetzt natürlich nicht mehr, ne? Sie wundern sich, warum Sie es vorher nicht gesehen haben. Sie denken, naja, wenn man es lange genug anschaut. Und das ist der Punkt, für den Rest Ihres Lebens, wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, ich zeige Ihnen das Bild, sagen Sie sofort, da ist eine 5. Diese Betriebsbrille, dieses Branding habe ich Ihnen verpasst, optisch, und es bleibt. Ne? Und die Kunst ist halt immer, aus sich rauszugehen und zu sagen, ein Kunde, der kommt, der sieht da einfach keine verdammte 5. Was übrigens optisch geht, geht auch akustisch. Sie kennen alle das schöne Lied von der Cutting Crew, I just died in your arms tonight. Da singen die zwischendrin mal, wenn Sie genau hinhören, du musst besoffen bestellen. Du musst besoffen bestellen. Und auch da, tut mir leid, ich habe Ihnen das Lied für den Rest Ihres Lebens versaut. Wenn Sie heute Abend im Auto heimfahren oder das irgendwo hören oder nächste Woche, Sie werden immer an 2 Stellen hören, du musst besoffen bestellen. Dass Sie das auch nochmal verstehen, ich spiele es jetzt nochmal ab und Sie versuchen mal rauszukriegen, was die da Englisch wirklich singen, wenn die sagen, du musst besoffen bestellen. Hören Sie mal. Merken Sie das, es geht nicht mehr. Ne? Das Gehirn hat es gelernt, das Muster wird abgespult. Sie haben keine Kapazität mehr, das rauszukriegen, um was es da tatsächlich geht. Und das Problem haben halt auch oft Konsumenten, geht ja mir dann schon so, wenn ich heute zu Levi's gehe und will eine Jeans kaufen, ich bin völlig unable. Selbst im Laden. Skinny, straight, bootcut, friend, keine Ahnung, ein Style-Muster wählen und eine Curve-ID und so weiter. Und ich sage, ich will einfach nur eine Jeans haben. Relativ schwierig, findet man dann nicht, ne? Weil halt oft auch nicht mit dem Sprachschatz des Kunden gedacht wird. Hier schönes Beispiel, was wir hier sehen, die Suchanfragen bei Google nach Werbeagentur, blaue Linie, die geht ein bisschen runter, weil natürlich in Kombinationsbegriffen immer mehr gesucht wird im Laufe der Zeit, aber interessant ist die rote Linie, das sind die Suchen nach Kommunikationsagentur, weil die Werbeagenturen wollen ja jetzt nicht mehr Werbeagenturen heißen, sehr langweilig, altmodisch. Die wollen Kommunikationsagentur heißen und bloß sucht halt da keiner danach. Ne? Wenn jetzt ein Mittelständler sagt, ich brauche eine Werbeagentur, spielen die alle nicht mehr mit. Aber es ist schön, hört sich schön an, passt vielleicht auch gut zum Zopf. Also, in Kundenbegriffen denken. Anderes Beispiel noch hier von einem Schuhshop. Der hat für Cowboy-Stiefel rankt er auf Platz 1. Und da sehen wir, der hat da zumindest ein bisschen Text. Ja, dass die Maschine erkennen kann, um was geht es da. Das sind Sachen wie Stiefelspitze, ich komme gleich nochmal drauf, warum das wichtig ist, Reißverschluss, Absatz und so weiter steht da mit drauf. Und da kann das klappen im Ranking. Da kann es halt nicht klappen. Ne? Das ist Neckermann, gibt es auch schon immer. Ne? Da steht halt einfach nichts. Ne? Da stehen die Kentucky Western Stiefel. Die Größe, da hat man das da unten noch hingeschrieben, ne? Größe 040 statt 40, ne? Weil das SAP-System gibt nur 3-stellig aus. Wenn der Kunde noch suchen würde, Kentucky Western Stiefel Größe 40, könnte Google noch sagen, okay, dann grabe ich die Seite mal aus, aber da 040 steht, sagt Google, ne, was ist Collegiate Navy? Genau, das ist eine blaue Farbe. Wissen Sie wahrscheinlich ein Adidas-Fan, ja? Weil bei Adidas gibt es keine blauen Turnschuhe, da gibt es nur Bright Blue Infrared Collegiate Navy. Das ist oft dann so das Problem für die Suchmaschine. Da sagt ja, jemand sucht einen blauen Schuh, aber den hast du nicht. Oder hier wie bei Karstadt. Was ja oft auch eingegeben wird, wissen Sie wahrscheinlich, ne? Produktname und dann online kaufen oder online Shop oder was auch immer, solche Kombinationsabfragen. Wenn aber auf der Seite nirgends steht kaufen, wenn nirgends online steht, wenn nirgends online Shop steht, ja, woher soll es die Suchmaschine wissen? Für die ist das eine Seite wie jede andere. Und wenn da nicht online Shop kaufen steht, sondern nur eben die Jacke, sagt Google, das wird wahrscheinlich kein Treffer sein. Ne? Wobei der Chef dann wahrscheinlich sagt bei Karstadt,
Das sieht man doch, dass das ein Shop ist, das muss man doch nicht hinschreiben, das ist doch Quatsch. Ne? Soll sich Google halt mal was einfallen lassen. Ne? Das fand ich auch schön, wollte ich noch zeigen. Eine Werbung bei Amazon, gibt es einen Sensor 3D-Touch, meistert jede Herausforderung, jetzt kaufen. Geld-Zurück-Garantie und einer sagt, von meiner Seite aus gibt es ein beeindruckendes Daumen hoch. Würde ich sagen, oh nee, von meiner Seite Netweb, keine Ahnung, was das ist. Was ist das? Einige von Ihnen werden es vielleicht wissen, andere wissen es nicht. Also man schreibt noch nicht einmal hin, was seine Produkte machen, sondern halt einfach, der heißt Sensor Touch 3D. Und bei Philips glaubt wahrscheinlich jeder, dass jeder auf der Welt weiß, weil wir stecken ja viel Geld in Werbung, was das ist, ich weiß es nicht. Wenn Sie Tools nutzen für solches Keyword, dann gibt es jede Menge Tools. Systrix, Searchmetrix, Xovi, Seolytix, wobei Seolytix jetzt ja mit Systrix funktioniert hat. Auch der Google Keyword Planner, man kann ihn noch einigermaßen nutzen, gibt noch ein paar Tricks. Google wird ja immer restriktiver. Was auch sehr schön ist, ist Google Trends, hatte ich Ihnen vorhin gezeigt, um mal zu schauen, kommt denn für meine Produkte, kommen da vielleicht andere Dinge, mit denen ich mich vor den anderen noch bevorraten kann. Wenn man in andere Länder schaut, sieht man ganz gut Strömungen. Google Suggest, wenn Sie es tippen anfangen und Google macht Vorschläge, die Vorschläge, die da kommen, wenn sie denn inhaltlich passen, sind immer auch ganz gute Kombinationen. Google Correlate, kennen wahrscheinlich die wenigsten, ist ein kostenfreies Tool, auch von Google, finden Sie einfach, wenn Sie bei Google Correlate eingeben, zeigt Ihnen, welche Begriffe werden mit welchen häufig zusammengesucht. Kann dann ganz gut sein, wenn man sagt, wie baue ich den Shop auf, wie baue ich meine Kategorieseiten auf, am besten vielleicht so, wie die Menschen in Clustern suchen. Und wer mit Amazon ein bisschen was macht, da hat Systrix mittlerweile auch ein sehr schönes Keyword-Tool, wo man eben sehen kann, welche Keywords, welche Produkte werden in Amazon wie häufig verkauft. Was ich besonders spannend finde, ist, wie viele Rezessionen beispielsweise hat ein Produkt, kann man da sehen, kostet nichts, um halt einfach auch die zu sehen, wie häufig wird was verkauft. On-Page, also die einzelne HTML-Webseite ist relativ wichtig. Warum? 20% der Suchphrasen, die bei Google eingegeben werden, sind so noch nie eingegeben worden. Das heißt, es kommen ständig neue Kombinationen. Das heißt, Google hat keinerlei Historie über diese Suchbegriffe, über einen nennenswerten Teil und weiß also auch gar nicht, welche Seiten sind gut und welche sind nicht gut. Viele Backlinks gehen eben auf die Startseite, das heißt, die Unterseiten haben auch gar nicht so viele Signale. Also da sind wenig Signale und wenig Erfahrungswerte da. Deswegen ist es wichtig, intern Signale zu erzeugen, intern vernünftig zu verlinken. Das ist das A und O, sage ich nachher noch was. Auch natürlich Domain Trust, dass man versucht, seine Domain ein bisschen, komme ich auch gleich dazu, ein bisschen hochzupäppeln im Verständnis der Maschine. Zum Beispiel, sehr wichtig, dass man eben auch die Texte so schreibt, dass sie zum Produkt, zum Umfeld passen. Da sehen wir zwei Webseiten, die sich mit Golf zu tun haben. Und da sage ich es jetzt wieder, wir Menschen sagen sofort, klar, logisch, Auto. Ne? Es gibt aber auch noch sowas, was mit Golf zu tun hat. Und es gibt auch noch sowas, was mit Golf zu tun hat. Und für die Maschine ist es natürlich schwierig, weil ich sage, Golf kommt überall vor. Welchen Golf suchst du denn jetzt? Ne? Bei der Analyse, bei der semantischen Analyse stellt die Maschine fest, da sind zwar ein paar Begriffe wie Preis, sind auf diesen unterschiedlichen Seiten gleich, aber der Rest ist eher unterschiedlich. Und wir haben hier zwischen den Seiten eine relativ starke Überdeckung von bestimmten Begriffen, Reifen, Auspuff, Bremsen, die kommen hier nicht vor. Und damit kann die Maschine natürlich jetzt erkennen, okay, die Webseite hat was mit diesem Cluster zu tun und kann sie dann auch im Ranking, nur dann kann sie im Ranking auch für solche Suchbegriffe eine Chance haben. Also ich muss die richtigen Content-Signale senden, ganz wichtig. Maschinen können heute sehr, sehr viel erkennen, wer das noch nicht weiß. Das ist aus dem Labor von Google. Den Text, den Sie da sehen, kann die Maschine generieren. Das heißt, Sie geben so ein Bild rein und dann sagt die Maschine, Construction Worker in Orange Safety Vest is working on a road. Oder hier, two young girls are playing with Lego toy. Die Mama wird sich freuen, eine young girl. Stimmt auch nicht immer ganz, da sehen wir, hier steht dann, ist playing Guitar. Stimmt auch nicht, wir Menschen würden sagen, der stimmt die Gitarre, nur Fehler. Ne? Aber da stehen wir quasi am Anfang, aber ansonsten funktioniert das eigentlich schon relativ gut. So, und wenn ich dann eine Webseite habe, wie hier, wo es um Klavier oder Saxophon geht und ich habe halt ein Bild, wo eine Gitarre drauf ist, das ist Stand heute, kann Google natürlich erkennen. Da gibt es sogar ein Patent, wenn man da reinschaut, Trusting Websites, dann steht hier, wenn eben diese Dinge nicht passen, dann gibt es einen Distrust für die Webseite, also quasi einen Abschlag fürs Ranking, weil die Maschine sagt, die Signale passen nicht oder sind sogar widersprüchliche Signale, nehme ich außen vor. Warum? Ich habe ja genügend... Schach raus, aber schnell! Genau, da fliegt schon, habe ich schon vergessen, dass das noch kommt. Da fliegt die natürlich raus aus dem Ranking. Ja? Probieren Sie das mal aus, nehmen Sie ein Bild von Ihrer Festplatte
und ziehen Sie es einfach auf den Google-Browser, wenn Sie auf Bilder gehen, Sie ziehen es da einfach hoch, anscheinend so ein Kastenbildersuche, dann lassen Sie einfach mit der Maus los und dann kommt hier in 0,2 Sekunden Vermutung für dieses Bild, Katze im Bett. Ja, die sind schon relativ gut heute. Ist nicht immer einfach, ne, wenn man sagt, die beiden auseinanderzuhalten, für die Maschine, für uns ja, für die Maschine nicht. Und wenn der Vater seine Bilder postet vom letzten Familienausflug und der war ungünstig gestanden und jetzt gehen wir da mit OCR-Texterkennung drauf, kommt das vielleicht auch ins falsche Licht. Aber das sind halt einfach so, Kollateralschäden. RankBrain, das ist, was Google eigentlich in diesem Jahr sehr stark forciert und schon seit ein paar Jahren daran arbeitet, seit dem Jahr wissen wir es. Man versucht oder man denkt, nicht nur oder eigentlich immer weniger in Worten, in Keywords, sondern in Entitäten. Das ist ein Begriff aus der Informatik. Eine Entität kann alles sein. Ein Mensch kann eine Entität sein, ein Auto, ein Haus, ein Land, eine Stadt, Stiefel. Und was die Maschine versucht, sie versucht, solche Entitäten zu erkennen, was sie häufiger vorkommen, und schaut, ob es irgendwelche Beziehungen zwischen denen gibt. Da gibt es dann Webseiten, wo draufsteht, dass der Mensch Schuhe trägt. Und wenn das auf vielen Webseiten steht, lernt die Maschine irgendwann, Mensch trägt Schuhe, da ist eine Beziehung da. Und so baut man intern mittlerweile eine ganze Menge an Fakten auf. Und so kann man dann auch unterscheiden, das Wort Zug, ja, über solche Begriffsentfernungen, Zug, da gibt es einen Eishockeyverein in der Schweiz, der hat e.V. Zug, heißt der. Da gibt es natürlich den Zug, den ICE. Der hat dann irgendwie was mit Bahnhof oder sonst irgendwie zu tun. Ne? Und da haben wir vielleicht den Kantonzug in der Schweiz. Und da hängen jetzt wieder andere Begriffe dran, wie Ortsteil, Wappen, Kanton, Partnerstadt und so weiter. Ne? Und das heißt, Google hat zwar ein Wort, teilt die aber auf und sagt, das Wort wird in 5 oder 6 Entitätsklassen verwendet. Und der Punkt ist halt, ich muss immer gucken, dass ich in die richtige Entitätsklasse komme, damit es wieder passt. Ne? Das kann man über solche Abstandsgraphen berechnen, wenn wir so einen Begriff haben. Ne? Dann kommt der vielleicht mal in Definitionen vor in Wikipedia, er kommt in Aufzählungen vor, zusammen mit anderen Dingen, ne? Bei Schuhen zum Beispiel. All das zieht sich die Maschine rein, baut da Verbindungen und sagt natürlich, ich weiß dann, für diesen Begriff werden auch häufig andere Begriffe verwendet und wenn eine Webseite das nicht tut, geht es wahrscheinlich nicht ursprünglich um diesen Begriff. Das geht heute in den USA übrigens schon, bei uns noch nicht, wenn Sie da in Englisch bei Google, okay Google, und dann sagen, wie ist die Benennung des Konsumenten, der auf der höchsten Stufe der Nahrungskette steht, würde man sagen, der Mensch, ne, ist ein bisschen kompliziert ausgedrückt, ne? Aber über solche Entitätsvergleiche kann die Maschine halt sagen, ja, Benennung, das kann auch eine Bezeichnung, eine Kennzeichnung, eine Markierung, ein Ausdruck sein. Konsument, da gibt es auch noch andere Begriffe mit dazu. Die werden dann quasi gemischt und werden in Webseiten gesucht, wo man dann die Ergebnisse finden kann, die halt möglicherweise nicht genau die Begriffe drauf haben, sondern eine hohe Übereinstimmung haben mit Entitätsbegriffen, die relativ nah beieinander sind. Und was Google dann macht, ist, aktuell, später wird es sicherlich noch sehr viel stärker ins Ranking eingebunden werden, dass wenn bei diesen Suchanfragen, wo die sehr lange sind, die sehr kompliziert sind, Longtail-Suchanfragen, dass man eben, wenn es einfach eingibt Lebensversicherung, geht es über diesen Query-Prozessor, dann spuckt er mal einfach die Seiten über Lebensversicherung raus. Wenn ich jetzt sage, wie kann ich meine Familie finanziell absichern, dann kommt dieses RankBrain und versucht aus den Worten, ich, Familie, absichern, finanziell, sozusagen aus diesem Beziehungsgraph rauszukriegen, aha, um was geht es da? Und sucht dann entitätsbezogen was, stellt quasi oder würde jetzt im Idealfall den Begriff Lebensversicherung erkennen als eine mögliche Antwort darauf, übergibt es dann an den normalen Query-Prozessor und der spuckt dann wieder die Webseiten entsprechend aus. Wenn Sie eingeben bei Google, wer ist oder wer war die Frau von Westerwelle, dann kommt da Michael Mronz. Das ist ein bekannter Sportmanager, also eine Entität. Google kennt den sozusagen, kennt natürlich auch den Westerwelle. Und über die Entitätsbeziehung weiß Google, dass die beiden Menschen eine enge Beziehung zueinander haben, eine lebensähnliche oder eheähnliche oder Ehe. Ist der Maschine ja völlig wurscht, die ist da diskriminierungsfrei. Und deswegen kann sie antworten, wenn man sagt, wer ist denn die Frau vom Westerwelle, obwohl es gar keine Frau ist und obwohl es auch keine Webseiten gibt, wo Google gelernt haben kann. Es gibt ja keine Webseiten, wo draufsteht, das ist die Frau vom Westerwelle. Ja, das kann also nur über solche Relationship-Beziehungen kommen. Und das ist unser Problem, was wir auch häufig haben, dass die Marketeers halt immer Google im Kopf haben. Die sagen Shampoo, fertige Haare, Shampoo, Schuppen, Shampoo, normales Haar, Shampoo, Männer. Und die suchen denn, die kommen immer mit anderen Begriffen. Google hat halt die Suchenden, die sagen, ich brauche Tipps für besseres Aussehen, was mache ich gegen Spliss, wie oft kann man oder muss man lange Haare waschen, dass sie nicht kaputt gehen. Gibt es ja ganz tolle Produkte dafür. Haarbäder habe ich neulich gehört. Ja? Haarbad. Ja, habe ich gefragt, meine Frau, was es ist. Sagt, das ist ein Shampoo.
Hätten wir auch draufschreiben können, ne? Aber naja, gut. Ich will ein Shampoo kaufen, was auch immer. Ne? Und wir haben ja im Marketing immer das Senden im Kopf, ne? Und eigentlich Google versucht zuzuhören. Was wollen die Menschen? Und sucht das auf den Webseiten, die dafür Lösungen haben. Also ich muss mir abgewöhnen, in Suchbegriffen zu denken. Ich muss mir überlegen, wo halten sich die Menschen auf, in welcher Situation. Vielleicht sind sie auch gerade mobil unterwegs, wo ihnen mein Produkt, meine Dienstleistung helfen kann. Die wissen das vielleicht noch gar nicht, sondern für welches Bedürfnis bin ich denn die Lösung? Wie konkret ist der Bedarf? Da können Foren helfen, schauen Sie in Foren rein, da fragen Leute alles Mögliche und da kann man, wenn man das mal aufs kurze Gras zieht, sehen, wo die eigentlichen Probleme sind und wo der Bedarf da ist. Ne? Wo entsteht der und was passiert in dem konkreten Fall? Und da muss ich dann da sein. Ne? Also es geht zunehmend um Themen, Themengebiete statt um einzelne Worte. Die Anzahl Worte, auch das im Übrigen, steigt bei gut rankenden Seiten seit Jahren an. Mittlerweile sind so um die 900 Worte für eine gut rankende Seite. Das heißt natürlich nicht, wenn Sie jetzt viel Text haben, dass es gut rankt, aber ganz wenig Text hilft natürlich nichts. Und dieses blöde Wort holistischer Content, das heißt, ich schreibe halt nicht nur Cowboy-Stiefel 45, ne, sondern ich muss was dazu beschreiben. Ja, das wird immer wichtiger. Ne? Also Contentpflege ist tatsächlich auch Kundenpflege. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Dieses komische WDF-IDF, diesen kompliziert aussehenden, ne? Ich mag den auch, weil er so kompliziert ausschaut, ich mache gleich die zweite Formel auch noch, ne? Ist mir immer ganz verwirrt. Eigentlich total easy, das sagt nichts anderes aus wie, wie häufig kommt ein Wort auf deiner Webseite vor im Vergleich zu anderen Worten, klassische Keyword-Dichte, wer das weiß, ja? Und das multiplizieren wir einfach diesen Wert, jetzt vereinfacht gesprochen, mit wie trennscharf, wie häufig kommt das Wort in anderen Dokumenten vor? Also sagen wir, das Wort blau kommt vielleicht in, weiß ich nicht, 1 Trillion Webseiten vor. Nicht besonders gut zum Suchen. Das Wort Netto-Kreuzpreiselastizität kommt wahrscheinlich nur auf 200 Webseiten vor. Ne? Hätte also einen hohen IDF-Wert, weil es sehr trennscharf ist. Danach kann man gut suchen, damit kann man Dokumente identifizieren. So, und beides zusammen, quasi, wenn man das mischt, wie häufig kommt es vor? Und wie gut ist es eigentlich für die Suche geeignet, wenn man so flapsig macht? Dann natürlich mit so einem Logarithmus, damit der Wert durch die Stauchung ein bisschen aussagekräftiger wird. Und das ist eigentlich nichts anderes. Kann man sich so vorstellen, dieses Proof-Prinzip. Ja, wenn ich mal anschaue, wer rankt bei Google von 1 bis 10, gucken wir die Texte an. Oder Google würde das tun und sagt einfach, die Seiten, die sich mit Westernstiefel beschäftigen, die haben zum hohen Teil eben auch Schuhe, Naht, Lederschaft und noch ein paar andere Dinge mit dabei. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese Proof-Keywords, ja, die sehr häufig vorkommen, ja, wenn ich um den Hauptbegriff spreche, wenn die fehlen bei mir auf der Webseite, kann ich kein gutes Ranking mehr kriegen. Nur, weil es kann ja sein, dass der Spiegel schreibt irgendeinen Artikel und da kommt vielleicht dreimal das Wort Westernstiefel vor und weil es eine große Webseite ist, würde, wenn jemand das eintippt, würde das gefunden werden, ist aber gar nicht einschlägig. Ja, weil wenn jemand solche Schuhe kaufen will, dann sind vielleicht eher Materialdinge und so weiter. Also was ich machen muss, ich muss mein Dokument so präparieren, textlich, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber das ist aus sich selber heraus beweist, dass es um Westernstiefel geht. Ich knall nicht nur das Wort drauf und irgendeinen Text, sondern ich brauche auch die Begriffe, die häufig dazu verwendet werden. Da gibt es auch Tools dazu, OnPage.org zum Beispiel macht es. Da sehen wir so ein Beispiel, Ohrwurmhaus, nicht so schön, Ohrwurmhäuser, sind, also Ohrwürmer sind Insekten, sind gutartige Insekten, die fressen alle möglichen Schädlinge im Garten und die Vögel fressen aber gern Ohrwürmer, deswegen gibt es eben solche Häuser und da können die dann in Ruhe ihre Kinder machen und schlafen nur tagsüber und dann hat man viele Ohrwürmer. So, also bloß zur Erklärung. Und wenn man da jetzt so eine Analyse fährt über die Top 10 bei Google, stellt man fest, da kommen Begriffe vor wie Ohrwurmhaus, Nisthilfen, Nistkästen, Vögel, Ohrwurmhäuser, Steinzeug, das sind meistens noch Blattläuse, ne, weil die fressen die Blattläuse, Insekten, gutartig und so weiter. Also allein, wenn man diese Proof-Keywords rauszieht, sieht man schon, ja, ich weiß ungefähr, was Ohrwurmhaus ist. Gucken wir uns eine Seite an, die so ein Ohrwurmhaus verkaufen will, nordlädchen.de beispielsweise. Da sieht man da unten Ohrwurmhaus, Nordlädchen, Zerra Natur, Futterdach, damit gar nichts zu tun, Gartendekoration, Schmelzfeuer, Büsten, da kommt es wieder, ne, weil auf der Seite alles Mögliche draufsteht, aber sie ist nicht fokussiert. Gibt es natürlich kein Ranking dafür. Ne? Wenn ich wissen will, was die Menschen umtreibt, brauche ich sie eigentlich nur bei Google anfangen einzutippen mit diesen W-Fragen, wie, welche, was, wo. Und dann sehe ich schon, das ist ja das, was die Menschen häufig eintippen bei Google. Und da sollte ich am besten Texte dazu bauen. Ne? Also auch Fragen beantworten, das wissen wir ja auch. Die sagen, ich will genau den Schuh kaufen, die kommen.
nicht jeder entscheidet sich ja immer gleich, ne? Und da hilft es eigentlich auch immer wieder, wenn man, also nicht nur für Google, sondern auch für die potenziellen Käufer, wenn man einfach ein bisschen was zum Produkt erklärt. Ja? Aus welchem Material, was ist eigentlich der Unterschied zwischen rahmengenähten Schuhen, wenn ich welche verkaufen will? Die Information, wenn ich die nicht biete, kann ich nur an welche verkaufen, die das schon wissen. Wenn ich den anderen erkläre, welche Vorteile das es hat und warum es dann aufwendiger und teurer ist, kriege ich nicht nur den Sale, sondern durch den Text, den ich baue, von dem Google ja weiß, dass die Begriffe auch häufig gesucht werden, sagt Google, aha, ich weiß, mit Westernstiefel werden häufig die Begriffe gesucht und die hast du auf der Webseite. Und wenn ich jetzt jemand, der das eintippt, ein Ergebnis gebe und du hast aber diese anderen Begriffe auch, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass der Suchende zufrieden ist. Also wie, weshalb, warum? Man muss einfach nur im Netz gucken, da gibt es jede Menge Tools oder gute Frage, Yahoo Answers und so weiter, um da mal zu schauen, was es gibt. Dann kann man natürlich auch SEO-Texte kaufen, ne, auch günstig. Zwei-Stern-Texte sind billig, ne, muss man am Anfang immer nur deine Mutter weglöschen, den der Texter, ne, deine Mutter kauft Westernstiefel, weil. Und mein Tipp ist immer, statt solche SEO-Pages dann mit irgendwelchen gekauften Texten, wo irgendjemand über fünf Ecken was schreibt, schreiben Sie lieber vernünftige Texte mit Herzblut, die mit dem Produkt, mit Ihrer Dienstleistung zu tun haben. Und wer es nicht glaubt, einfach mal ausprobieren, es funktioniert viel, viel besser. So, noch ein paar Basics, muss man ja auch immer noch dazu sagen, weil das sehen wir heute noch, 2016, wenn wir solche Optimierungen machen oder mal so SEO-Audits auch für Shops, und man guckt es an und sagt, warum ranke ich nicht richtig? Und dann guckst du dir die Seite an und dann passt schon der Titel nicht. Titel ist eigentlich mit das Wichtigste, das sagt auch noch Google selber. Da gibt es ja von Google sogar ein PDF mit 32 Seiten. Suchmaschinenoptimierung heißt es. Und da schreiben die auch rein, das ist eins der wichtigsten Aspekte, nach wie vor wichtig. Man soll keine Aufzählungen verwenden, keine automatische Erzeugung, wenn es geht. Ich weiß, einige schlucken jetzt schon. Ne? Weil sie sagen, ich habe eine Fantastillion Produkte. Ich sage auch mal, also, wenn Sie das Mengenproblem haben, das ist keine Entschuldigung, dann nehmen Sie die Produkte, die wichtig sind, wo Sie Spaß haben zu verkaufen, ja, und machen es halt für die A-Produkte und texten das von Hand und den Rest lassen Sie halt so. Aber diese automatische Erzeugung, dass zum Beispiel aus der Breadcrumb der Titel generiert wird, die Google ist ja nicht doof. Ja, die haben die besten Ingenieure eigentlich, Dateningenieure der Welt, und es ist ganz, ganz easy, das rauszukriegen, dass das, was da im Titel steht, eigentlich auf der Textseite zum Beispiel die Breadcrumb ist, dass es automatisch erzeugt ist. Meistens treffen die Seiten dann auch nicht so gut. Ne? Immer unique, das heißt, wenn Sie einen Titel für eine Seite schreiben, darf der nur auf der Seite stehen. Nicht nochmal auf der Kategorieseite oder auf der anderen Seite, wenn Sie gleiche Titles haben, sagt Google, also wenn du schon unterschiedliche Dokumente mit der gleichen Überschrift versiehst, also irgendwie tickst du nicht richtig. 7 bis 9 Worte, sagt man immer, die wichtigen Worte vorne, 70 Zeichen kriegt man da unter mittlerweile. Und wichtig halt dieses Hauptkeyword, die Cowboystiefel am Anfang, nicht Ihr Shop, bla bla, ne? Außer Sie sind wirklich eine große Marke, sondern machen Sie die wichtigen Begriffe vorne. Macht auch mehr Klicks in den Suchergebnissen. Und möglichst keine Keywords von anderen Landingpages verwenden, weil sonst kannibalisiert man das. Das sehen wir auch sehr häufig bei Analysen, dass man dann guckt und sagt, bei Westernstiefel zum Beispiel, da gibt es dann 5 Seiten, die konkurrieren eigentlich intern schon um den Begriff Westernstiefel. Und wie soll dann das arme Google, na gut, arm sind sie nett, ja, aber halt die eigentlich doofe Datenbank, wie soll die entscheiden dann, was ist denn bei Ihnen das Wichtigste für Westernstiefel, wenn Sie nicht mal selber klare Signale haben. Ne? Klickaffines Texten, was schreibe ich rein, dass die Menschen, die es dann ja auch sehen in den Suchergebnissen, dass die auch drauf klicken. Ne? Nicht so wie Bauer hier, Sportschuhe, Schuhe, Schuhe, Taschen, Online-Shop. Hm. Ne? Sie suchen Schuhe, Taschen, Schuhe, Sportschuhe. Du weißt, sofort hat die Maschine gemacht, sieht irgendwie so nett attraktiv aus, kriegt auch wenig Klicks dann irgendwann mal. Ne? Und meistens rutschen die dann auch im Suchergebnis ein bisschen ab. Ne? Also dieses Marktschreierische funktioniert eigentlich schon lange nicht mehr so richtig. Das ist übrigens das Dokument. Ne? Einführung in die Suchmaschinenoptimierung. Auch wichtig, das ist, was am zweithäufigsten falsch gemacht wird, die Überschriften H1, H2, H3 richtig zu setzen. Die werden meistens ja verwendet, um optisch was darzustellen. Für Google ist es aber eine Gliederungshilfe, wenn Sie es vernünftig setzen. Steht auch da drin bei Google. Diese Überschriften sind eine wichtige Komponente, damit du deinen Text gliederst für deine Nutzer, die dich besuchen. Und ich gucke da natürlich auch gerne drauf. Ja? Unterschiedliche Überschriften, Texte soll man auch nicht machen, steht da auch mit drin. Also gliedern Sie Ihre Dokumente vernünftig, ne? Schön zurückhalten, texten und dann machen Sie es der Maschine einfach noch leichter zu erkennen, um was es bei Ihnen geht. Nur so sieht es dann oft aus, also so wird es aussehen, wenn Sie einen Quelltext anschauen, Achtung, H1, H2, H3,
von mir aus wieder H2. Bei den meisten sieht es aber so aus, es geht mit H4 los. Das heißt Überschriftenebene H4, weil es das System halt so produziert. Und dann sagt die Suchmaschine, ist nicht schlimm, aber ich weiß jetzt, dass du das nicht verwendest zum Gliedern, sondern einfach nur optisch. Und damit werte ich den Text in diesen HX-Überschriften nicht anders als andere Texte. Und wenn Sie es sauber gliedern, so wie hier, kriegt das natürlich mehr Wucht, was Sie da reinschreiben. Ne? Gut, also kann man auch mit Tools sich anschauen, wie zum Beispiel OnPage.org. In der Praxis, ich habe es gerade gesagt, schauen wir mal Airport Nürnberg an, wenn man das dann anschaut, H1 fehlt, H2, das geht mit H3 los. Meistens muss ich dann gar nicht mehr reinschauen, weil es ist ein Typo-3-System. Bei Typo-3 in der Standardkonfiguration fängt mit H3 an. Stimmt nicht immer, aber meistens ist es so. Ne? Oder hier ein Hotel, Mövenpick, da hatten wir neulich einen Workshop, das ist das gleiche, H1, H2, H1, H1. Gibt nur eine H1, ne? Die haben gleich 3, und das ist dann auch so ein Fall, wo Google einfach diese Sonderbewertung des Textes hinten runterwirft, und ist eigentlich schade drum. So, was sind noch wichtige Faktoren? Sauber intern verlinken, nicht möglichst alles mit allem verlinken, sondern zielgerichtet mit den wichtigen Begriffen. Schauen Sie auch immer auf die Klickrate in den Suchergebnissen, komme ich gleich nochmal drauf, wichtig. Dann eine niedrige Rücksprungrate, das müssen Sie natürlich messen. Wenn nämlich die Leute auf Ihr Suchergebnis klicken und gehen nach ein paar Sekunden gleich wieder zurück und klicken woanders, ist das ein eindeutiges Signal für Google. Die haben nicht gefunden, was sie wollen. Und wenn es zum bestimmten Prozentsatz, weiß natürlich keiner genau, aber man sagt immer so, wenn es über 40% liegt für eine Seite, die aufgerufen wird über Google, dann sollte man gegensteuern. Jetzt sagt man, naja, schaue ich mal in Analytics rein, da steht es ja drin. Na, steht es leider nicht drin, weil die Tools alle falsch zählen. Ich erkläre es Ihnen gleich nochmal. Ne? Wie lang bleibt jemand auf der Seite, ist für Google natürlich wichtig. Wie häufig kommt jemand immer wieder? Sowas können die ja messen. Und auch der Besuchsanlass. Ne? Tippt jemand den Domainnamen ein, kommt er über einen Link, kommt er über Suchergebnis. Die meisten Tracking-Tools messen so, ich rufe die Seite auf, bleibe da 12 Sekunden, mache einen Klick, komme auf die Seite, bin ein paar Sekunden, mache einen Klick, komme auf die Seite, mache einen Klick, komme auf die Seite, da finde ich mein Text, das ist auch super, klasse. Ja. Und jetzt geht zurück zu Google. Und das Problem ist, das kann man alles registrieren auf dem Webserver oder im Analytics-Programm, weil da ein Klick entsteht, aber auf der letzten Seite entsteht kein Klick mehr. Da hat jemand sich die angeschaut und gesagt, super, toll, schließt vielleicht seinen Browser. Und wenn ich jetzt aber in mein Analyseprogramm reinschaue, dann steht da drin Besuchsdauer 0. Weil die meisten Tools da für die letzte Seite, weil ja kein abschließendes Ereignis kommt, 0 eintragen. Das ist dann besonders, da sieht man das nochmal gerechnet, ne? Da stimmt auch schon der Durchschnitt nimmer, aber das ist nochmal zweitrangig, wenn ich wirklich wissen will, ja, was sind meine wirklichen Ausstiegsseiten, wo habe ich Probleme, vor allem bei dem, wo ich gerade gesagt habe, wenn ich über ein Suchergebnis auf irgendeine Landingpage komme und gehe gleich wieder zurück, dann ist es noch schlimmer, weil dann habe ich ja gar nichts. Ne? Der Server registriert Seite ausgeliefert, aber wenn einer nimmer klickt und er geht zurück, ja, weiß ich nicht, hat er die Seite jetzt 10 Minuten angeschaut, fand die toll und hat dann bei mir angerufen, ja, oder hat er es nach 2 Sekunden wieder zugemacht. Deswegen sollte man da, ne, das sind so bei Einseitenbesuchen, ja, sollte man da was tun bei Analytics, da gibt es jede Menge Anleitungen im Netz zum Beispiel, ne, feuert man einfach nochmal ein Ereignis nach 30 Sekunden, nach 15 Sekunden, ne, und dann kann ich im Analyseprogramm sehen, der hat die Seite zwar aufgerufen, nur die eine, aber er war 4 Minuten 30 drauf. Dann weiß ich, okay, das hat gepasst, ja. Wenn alle nur nach 15 Sekunden wieder zurückgegangen sind, weil ich muss da was tun, sonst kriege ich ein Ranking-Problem. Ja? Also wenn man das macht, ne, und eine Seite, die vorher so ausgesehen hat, 60% Bounce und man justiert das über so ein Ereignis, dann geht es auf 20% runter und dann hat man schon eher realistischere Werte. Also da muss man ein bisschen aufpassen. So, jetzt nochmal zusammenfassend. Ne, wenn Sie so eine Seite haben über Westernstiefel, baut man die schön strukturiert auf mit H1, H2, H3, vielleicht auch mit vernünftigem Content, der den Menschen hilft, ja, setzt Bilder ein, die passen, die Maschine kann die Bilder ja erkennen mittlerweile, und wenn ich so eine Seite habe, die eben einfach nicht primär verkaufen soll, sondern erstmal für den Begriff ranken soll, dann gehe ich halt da unten mit einer Soft-Conversion raus in meinem Shop und sage, da kannst du dir die Cowboy-Stiefel anschauen, aber mit einer einzelnen Produktseite wird es halt immer schwieriger zu ranken, ne, in dem ganzen Ding. Also das Erfolgsgeheimnis ist eigentlich gar kein Geheimnis. Zum wichtigen Produkt einfach mehr Content einstellen und eben mit diesen Proof und den Relevant Terms arbeiten, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Was eben nicht gut funktioniert, ist, sich vor Google zu verstecken, indem man ein paar Links kauft. Ne? Sehen die mittlerweile halt ganz gut. Es geht immer so eine Zeit lang, geht es immer gut. Ne? Ein paar starke Links gekauft, das geht auch recht schnell.
Man rankt dann auch gut, ne? Aber wie gesagt, da arbeiten sehr, sehr, sehr pfiffige Ingenieure, ne? Und irgendwann erwischt es einen halt dann, wenn man halt nicht investiert, sondern halt den einfachen Weg geht. Denken Sie mal dran, wer nur das tut, was er schon immer getan hat, kriegt auch nur das, was er schon immer gekriegt hat. Ja? Noch schöner hat es Einstein gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun, aber andere Ergebnisse zu erwarten. Ja, ist so. Willkommen in der Realität, aber eigentlich ist es die gute Nachricht, weil wer das verstanden hat und wer eben nicht nur sagt, ich nehme die Produkttexte wie alle anderen auch, ich nehme das Produktbild wie alle anderen auch, den Preis wie alle anderen auch und jetzt will ich verkaufen wie alle anderen auch, wird, wenn es funktioniert hat bisher, ist es gut, aber wahrscheinlich wird es immer weniger funktionieren. Ja, vielen herzlichen Dank.